Soddle, hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Another Brick in the Mall. Was treiben wir heute? Wir werden heute eine Bowlingbahn bauen und als erstes hier erstmal den Boden verlegen lassen. Warum haben wir das nicht schon längst machen lassen? Wir pfeifen oder vielmehr Edi die Pfeife. So, hier, das muss natürlich alles verlegt werden. So, ich habe hier nebenher auch den ganzen Käse erforschen lassen, wie Busstationen 3 und schmeiß mich weg und was halt alles so muss, ne? Die sind noch dabei. Geld haben wir mittlerweile genug. Stört keinen mehr. Wir können mal gucken, was wir hier noch so alles bauen können. Ich bin jetzt, wie gesagt, hier dran. Das Fitnesscenter haben wir, Automaten, Deko, Büro, Toilette könnten wir nochmal eine bauen jetzt langsam. Die Bowlingbahn wollen wir heute bauen. Kino haben wir. Eine Bar können wir bauen. Noch ein zweites Fastfood-Restaurant, denn da ist irgendwie, hier steppt der Bär. Die warten immer so lange und da... Das dauert zu lang, sagen wir es, wie es ist. So. Während wir das machen, könnten wir mal gerade hier entferne Fundament außen. Macht er das so weg? Das wäre ganz gut. Können wir mal gucken, wie das hier hinkommt. Straße. Würde genau passen. Nein, würde natürlich nicht genau passen. Das heißt, wir könnten die Straße hier so lang machen. 1, 2, Straße. So. 1, 2, Straße. Da machen wir noch überall Parkplätze hin. 2, Straße. 2, Straße. Und das sollte dann reichen. Lassen wir die da erstmal Straße bauen. So, währenddessen hier alles verlegt. Jawohl. Heißt, wir können hier jetzt ein Fundament reinmachen. Wie machen wir das? Am besten so und so. So muss das dran. Ich weiß, dann ist hier wieder die Mauer weg, aber das wird schon jetzt gleich. Das wird schon jetzt gleich. Das kriegen wir hin. Was ist hier los? Ausverkauft, okay. Hier oben ist ausverkauft. Warum denn das? Oh. Ich würde sagen, hier müssen definitiv mehr Ladezonen hin. Definitiv mehr Ladezonen. So. Das kann aber natürlich auch sein, weil sie sich hier überall immer stauen, kreuz und quer, ne? Aber das kriegen wir schon. Guck mal hier. Alles steht. Ich weiß nicht, warum die eine Seite immer fährt und die andere nicht. Echt lustig. Hier hinten geht's, aber da... Oh, oh, oh. Ah, solange sich nicht alles staut, passt es ja. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das wird gebaut. Das ist super. Hier können wir dann auch schon mal ansetzen. Und eine Ladezone geht hier um. Da geht noch eine rein. Hier leider nicht, wegen der Mauer. Oder wir machen das folgendermaßen. Wir machen... Ach, bescheuert. Wir machen die Mauer hier hin. So. Und die untere machen wir wieder weg hier so. Weg damit. So, dass wir da noch alles Ladefläche hinkriegen und dann hier und da noch eine Tür reinmachen. Wir können ja dann auch überall hinladen, das sollte dann passen. Jetzt noch da unten dran. Da sind sie auch dran, das dauert halt ein bisschen. Währenddessen können wir hier gucken. Ich glaube hier ist auch verdammt viel los. Die 10 Kassen reichen nicht. Die reichen einfach nicht aus. Auch noch irgendwo eine. Wir hatten noch die Selbstbedienungskassen, ne? Selbstbedienungskasse hier. 100 Wartungskosten am Tag. Die Frage ist natürlich, sollen wir die mal ausprobieren? Habe ich noch nie gebaut. Guck mal, die würde hier hinpassen. Wir probieren die mal so aus. Da so eine und da so eine. Zwei Stück. Mal gucken, was das gibt. Die 100 Wartungskosten am Tag, die hast du ja locker ratzfatz wieder drin. Aber dann könnten wir natürlich das mal ausprobieren. Spart natürlich auch jede Menge Geld, wenn wir hier keine Leute mehr haben. Und das alles automatisch gemacht wird. Da oben könnte man auch noch... Hier oben machen wir jetzt auch noch eine hin. Ja, guck. Da haben wir hier oben auch mal eine. Mach mal eine dahin. Und eine dahin. So. Mal gucken, was das gibt. Ich bin gespannt. Sind die hingebaut? Nein, noch lange nicht. Da wird gebaut. Hier wird gebaut. Da unten. Ah, die machen das wieder der Reihe nach, ne? Aber das hier ist fertig. Das ist gut. Dann komm mal her. So. Ladezone. Rups, bis hierhin. Noch ein bisschen Personalparkplatz. Die freuen sich. So, dann können wir hier noch eine Türe reinmachen. Für Personal. Bitteschön. Ich hoffe... Dann wird schon mal wieder ein bisschen mehr, Mandinen da. Ach, die eine Reihe haben sie stehen lassen, ne? Genau. Die eine Reihe haben sie stehen lassen. Sehr gut. Super. Das tut hier schon mal sehr viel rausnehmen, würde ich sagen. Da oben auch. Natürlich, wieder der Dieb. Klar. Alter, die klauen wie die Raben. Die klauen wie die Raben. Okay, guck dir das mal an. Hab eine Idee.
Ich hab eine Idee. Wie viele von den Dingern könnten wir hier hinstellen? Jede Menge, ne? Wir haben jetzt 24.000 Gewinn, okay. Wir machen gleich nochmal, wenn wir es heute hinkriegen, machen wir nochmal so einen zweiten neuen Laden. Sonst nächste Folge. Und dann machen wir den mal nur mit Selbstbedienungskassen. Das würde mich interessieren. So, das ist fertig. Hier machen wir nochmal Parkplätze hin. Da, und zwar hier normale Kundenparkplatz, klar. Was auch sonst. Haben wir das hier schon mal alles ein bisschen schöner gemacht. So und so und so. Direkt am Kino und am Fitnesscenter. Wo die ja hier wie die Wilden am Pumpen sind. Zumindest einer. Da oben läuft einer. Dem hängt schon die Zunge raus, der kann nicht mehr. Aber egal. So ist das. So ist das. Hier ist schön breit. Das heißt, Türen. Wir brauchen Türen. Erstmal eine Doppeltür hier unten. Und eine hier oben. So. Jetzt hätte ich gerne zuweisen, das Ganze hier zu einer Bowlingbahn gemacht. So, ich glaube, die braucht auch wieder eine benötigt Bestelltheken, benötigt Bowlingbahn. Okay. So, heißt bauen, wenn wir hier jetzt gucken, Bowlingbahn. Wir haben die Bowlingbahnen hier. Bitte nicht da. Fangen wir mal hier an, so. Alles nebeneinander. So, so, so. Das sind jede Menge. Ich glaube, wir haben es wieder vollkommen übertrieben. Nein, kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Nehmen wir das mal. Ah, die kannst du nicht drehen. Okay, dann machen wir mal so ein bisschen mehr Platz. So, noch mehr Bahnen, bitte. Ihr könnt alle spielen hier. Aber es sollen ja auch viele Leute kommen. Da brauchen wir das. Eine Bestelltheke. Können wir eine hier machen? Können wir eine hier machen? Na, unten kann man sich ein bisschen hinsetzen. Machen wir mal zwei nebeneinander. So, dann ist hier noch genug Platz. Das sollte reichen. Sehr gut. Boden, natürlich wieder unser allseits beliebter Parkettboden hier. Dort und dort. Und wenn die fertig sind, müssen wir halt da dann die Leute einstellen. So, wie sieht's hier hinten aus? Alles voll. Instant. Instant alles voll. Wahnsinn. Wahnsinn. Forschung ist jetzt gleich auch wieder fertig. Bustransport 3. Das ist gut. Ist nur am Bimmeln. Nur am Bimmeln, ey. Wie die blöden Klauen die, ey. Was soll denn das? Aber ich meine, diese Selbstbedienungskassen, die verführen bestimmt auch dazu, einfach mal nur jedes zweite Teil da dran zu piepen, ne, und zu bezahlen. Man merkt es, ne? Man merkt es. Also so oft hat es vorher nicht gepiepst hier. Aber der Gewinn geht hoch. Auf 32.000 jetzt. Nice. So, die sind noch dran. Warum ist hier dunkel? Okay. Wir warten, bis sie den Boden gesetzt haben, ja? Wir warten, bis sie den Boden gesetzt haben und dann richten wir das alles ein. Aber dann merke ich schon oder sehe ich schon, dass das irgendwie heute nichts mehr geben wird mit dem... Ah, wie machen wir das denn am besten? Oder wir machen hier einen ganz langen rein. Ja. Erstmal muss natürlich hier der Gang noch länger, dann können wir den hier runter machen. Oder auch nicht, weil der hier dran kommt. Das wird nicht klappen. Da müssten wir den wegmachen. Das möchte ich aber nicht. Dann machen wir ihn hier etwas dünner, so runter den Gang. Dass wir hier auch noch Autos langschicken können. So viel Platz haben wir gar nicht mehr, ne? Wenn ich das so sehe. Forschung, machen wir Bustransport 4. Wir sind ja bald fertig. Ah, um einen hätte ich ihn gehabt. Um einen hätte er ihn gehabt. Der Sack. So, das heißt, wir haben 4 Theken mal 3 sind 12. Jetzt macht die natürlich 24-7 offen. So, 12 Kassierer brauchen wir. 1, kein Schichtplan, jetzt noch nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, alles klar. Wir sind hier 0 bis 8. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Oh, kannst du noch länger machen? Okay. Hier, aber wollen wir natürlich nicht. So, 8 Stunden reichen. Ich denke, 8 Stunden sind genug. Kann keine 12 Stunden Schienen machen. Ja, hallo. Erledigt. Sehr gut. So, jetzt können wir noch ein bisschen schöner machen, indem wir hier ein bisschen Deko reinstellen.
Fahren wir dann hier Automaten erstmal. Ein Flipper-Automat kannst du hier unten hinstellen. So zwei Stück oder drei. Spielautomat. Geldautomaten fehlen natürlich, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Verkaufsautomaten fürs Essen. Wasserspender. Da einen hin und hier oben einen hin. Sonst noch irgendwas? Nein. Dekoration. Brunnen? Oh ja, den stellen wir mal hier hin. Salonsofa zum Hinsetzen, so. So. Oh, es regnet. Hui. Außenbeleuchtung ist mir gerade egal. So eine fette Skulptur hier hin. Bitteschön. Da sieht das doch direkt viel wohnlicher aus. So, und jetzt könnt ihr wie die Blöden hier Bowling spielen. Sehr gut. Das große Bowling-Turnier beginnt. Wer wird gewinnen? Jede garantiert nicht. Ratten? Wo denn? Hier sind doch nirgendwo Ratten. Aber was sagt uns das? Ich glaube, wir brauchen wieder mehr Hausmeister. Ja, guck mal, hier hinten wird es langsam eng. Hier und hier oben. Das machen wir jetzt auch noch gerade. Das wird heute auf jeden Fall noch gemacht. Bevor hier wieder kommt. Machen wir mal so dran. Bitteschön. So, und eigentlich könnten wir hier gerade ein paar Mauern ziehen für so einen kleinen. Machen wir mal so. Und so haben die hier so einen Hausmeisterraum noch. Da kommen die noch rein. Ja, machst du gut. Würde gerne mal wissen. 5000. In dem Laden. 5000 verpasste Möglichkeiten. Uff. Einfach nur uff. Ja. So, bauen, Tür. Weißt du was, das machen wir. Wir machen das auf jeden Fall heute noch. Und zwar in dem Laden. Dann werden wir das einfach umändern. So. Und so. Zuweisen. Und zwar Büro, Büro, Büro. Hier. Nein, nicht Büro. Was war denn das hier? Gastronomiebereich. Bowlingbahn, Toilette, Wartung, Ticketlobby, Geschäft, Fastfood, Lager, Wartungszentrum. So, hier, Wartungszentrum muss es sein. Kein Büro. Sehr gut. Verwalten. Personal, Hausmeister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. 1, 2, 3. Okay. Lass ich mal einen daneben machen, ey. Was soll denn das? 1, 2, 3. Erledigt. Heißt, wir können da hinten noch weitermachen. So, jetzt muss ich hier erstmal Folgendes machen. Und zwar, oben die beiden können stehen bleiben. Wir wollen bauen. Was wollen wir? Wir wollen entferne Mauern und Objekte. Objekte entfernen wir mal die hier. Kassen müssen weg. Das wird jetzt erstmal fette Einbußen geben, wetten wir. So, die müssen weg hier. Dann können wir weiterbauen. Wo sind die Selbstbedienungskassen? Hier. So, 1, 2, 3, 4. Müssen wir natürlich den Boden gerade ändern, dass wir das sehen. So, und wir sparen halt die ganzen, ich weiß, das ist fies, aber das ist mir gerade egal. Ohohoho. Komm, wir lassen immer einen frei, ja. Gucken wir mal, wie viel wir hinkriegen. Aber merkst du was? Guck mal, wie viel jetzt geklaut wird. Das ist halt die Frage, ne? Was ist besser? Mit Mitverkäufern oder ohne? Aha. So, einmal Teppich. Das heißt, hier können wir schon komplett voll machen. Da, da, da und da. Nur noch am Bimmeln. Die klauen alle wie die Raben. Alle wie die Raben am Klauen hier. Unglaublich. Was die klauen, was die klauen. So, jetzt lass mal gucken, wenn wir jetzt hier reingehen. Verwalte Geschäft, das heißt Personal. Alle, nein, nur Kassierer. Kann ich alle reinnehmen? Feuern, ja, die müssten jetzt echt alle so feuern. Wir gucken jetzt mal, was das gibt. Die stehen ja nur hier rum, die brauchen wir nicht mehr. Das sind Selbstbedienungskassen. Boah, ich bin gespannt.
was das gibt. Sonst müssen wir neue Kassierer einstellen, dann ist das halt so. Sehen wir ja. Uiuiui, okay. Das wird eine Menge Kohle sparen an Gehältern. Voll fies, wegrationalisiert, ne? Ach ja, so ist das, so ist das. Wie im echten Leben, auch wenn es nur ein Spiel ist. Boah, das fehlt mir noch. Echt, hier einfach so einen Button, alle Kassierer anwählen, raus damit. Oder es gibt ihn schon und ich bin wieder zu dämlich, ihn zu finden. Das kann natürlich auch sein. Eieiei, okay. Hier, Graf Dracula. Alles klar, wunderbar. So, jetzt bin ich mal gespannt. 18.000, guck mal, BOM! Direkt die Gewinnspanne runter auf 18.000. Aber gut, die konnten halt den ganzen Tag nichts kaufen, ne? Ich hätte gerne mal irgendwie so eine Statistik, dass ich sehe, wie viele Diebstähle wir hier haben. Das wäre ganz interessant. So, was sagt hier? Unsere Bowlingbahn, die wird sehr gut benutzt. Das gefällt mir. Super. Sehr schön. Alter Falter. Oh, die machen schon gut Umsatz. Was kostet das denn hier? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 19, 10. Das ist so in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das macht richtig gut. Kohle gefällt mir. Hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen schön machen innen drin. Parkplätze sind voll. Dementsprechend hier auch alles. Ja. Ich würde sagen, das können wir noch so. Das machen wir jetzt auch. Das ist mir vollkommen egal. Pass auf. 1, 2, hier. Aber bitte mit Straße. 1, 2, hier. So. 2, hier. 2, hier. Hier, 2, hier, hier, 2, hier, 2, hier, 2 müsste dann hier sein. Dann lassen wir es da so. Dann kommt halt nur einer hin. Da können wir überall noch Parkplätze hinmachen. Die freuen sich dann. Ja, so, hier haben wir 2, 4 Tiefgaragen. Sind die alle voll? Ne, die haben noch Platz. Jede Menge. Jede Menge. Dürfen sich nicht beschweren. Das ist, was haben wir jetzt hier? Ja, Geschäft 35, ich weiß. Benötigt Kassierer 0 von 1. Warum ist das unvollständig? Wir haben doch unsere Kassen hier. Hä? Muss ich das verstehen? Musst du mindestens eine normale Kasse haben? Warum müssen wir denn mindestens einen Kassierer haben? Okay. Das ist ja vielleicht Banane. Warum? Oder habe ich irgendwas verkehrt? Nee, 0 bis 0. Passt. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. So, machen wir alles weg hier. Können wir mal gucken, was die alles neu haben wollen. Eine Bar, Buchhandlung, Lebensmittelgeschäft. Buchhandlung und so lasse ich jetzt sein. Da kauft eh kein Mensch ein. Das sehen wir ja oben. Restaurants, Warteschlangen. Überall eine Warteschlange. Holy moly. So, hier auch das Platz aus allen Nähten. Da hat schon wieder wer was geklaut. Es ist unglaublich hier. Es ist unglaublich. Auf einmal hat das Getränkegeschäft hier explosionsartig plus gemacht. Okay. Warum? Diese, Alter, guck mal, wie die klauen. Das sind die Selbstbedienungskassen. Wetten wir? Die klauen wie die Raben. Guck mal, alles geht hier senkrecht nach oben. Sogar der Blumenladen hat mal Plus gemacht. Auch wenn es nur einmal war. Der Videospielladen, okay, da war wieder eine Veröffentlichung. Ne? Die Metzgerei, die macht nie Gewinn. Die Ticketlobby hier, okay. Das Fitnesscenter macht Plus. Die Apotheke macht Plus. Der Juwelier macht Plus. Das Elektrogeschäft macht Plus. Hallo? Zeitschriftenladen macht Minus. Kein Wunder, kauft kein Mensch mehr. Die machen Plus. Was ist hier? 39.000, sehr gut. So. Da müssen wir unbedingt was tun. Da müssen wir hier mehr Security einstellen. Das geht ja gar nicht. Ich sag ja. Also, wir sparen jede Menge Geld an den Kassierern, die wir rausgeschmissen haben. Aber dafür klauen die jetzt wie die Raben. Echt. Die klauen wie die Raben. Aber so ein bisschen Zwiespalt, ne? Nehmen wir normale Kassierer, die wir bezahlen müssen. Dafür wird nicht so viel geklaut. Oder aber, wir nehmen Selbstbedienungskassen, sparen uns die Gehälter von den Kassierern. Aber dafür wird geklaut, wie blöd, ne? Das ist hier die Frage. Fußgängerverkehr. Ah, wir sehen, wo die alle herlaufen. Hier, pff, alle wie die Blöden hier. Vor allem hier durch. Die hier kommen bestimmt alle hier durch, wetten wir. Hier hinten ist was los. Hier ist nur so ein bisschen, da auch.
Okay. Aber generell sehen wir schon alles hier. Sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus. So, und Straßenverkehr. Natürlich hier alles feuerrot. Parkplatznutzung ohne Ende. Gefällt mir. Das ist fertig, da könnten auch noch alles Parkplätze hinmachen. Verschmutzung. Sollte jetzt eigentlich wieder relativ gut sein. Hier so ein bisschen, hier ein bisschen. Aber das geht, das geht. Das können wir so lassen. Und gewinnen. Ein paar echt gute und ein paar richtig schlechte. Wie zum Beispiel die Metzgerei und der Zeitschriftenladen. Aber egal. Wir lassen das jetzt so. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.